Heute haben wir das Duell Italien gegen Deutschland, Leute. Beide Autos mit 800 PS, aber natürlich ein bisschen unterschiedliche Konzepte. Wir haben den 812 Superfast gegen den RS6 Johann Abt Signature Edition. Hallo. Hi. Tobi, was geht ab? Was geht ab? Schön, dass du da am Start bist. Dankeschön, ja. Mega. Ich freue mich auf das Rennen heute. Magst du uns mal erzählen, wie die Specs von deinem Auto sind? Ja, 800 PS, aber das hast du schon gesagt. 6,5 Liter V12. Das ist schon pervers. Das ist einfach mal 4 Zylinder mehr wie bei dir. Auch krank, ja. Ja, das ist schon fies. Was ist gewichtstechnisch? Ja, wir blenden es einfach ein. Wir blenden es ein, so. Genau. Ja, dann seht ihr, wie sagst. So, also man muss ehrlich sagen, rein auf den Specs her, schaue ich natürlich schon als wie der Verlierer aus. Aber ich habe natürlich einen Vorteil. Ich habe ein Allrad. Ja. Ne, das kann natürlich hier schon auch wirklich was ausmachen. Und man darf den auch nicht unterschätzen. Ne? Nee, also ich habe schon einige Autos gesehen, die dachten, oh, den schluckt man easy. Aber es ist schon einfach ein Biest. Ne? Von dem her würde ich sagen, machst du gemütlich in der Italiener Kutsche. Ferrari. Ferrari fahren heute mal. Ja? Geil. Und viel Spaß. Ja, danke. Ja, Leute, unser Signature RS6 sollte euch natürlich bekannt sein. Hier ist ein anderer Turbolader, Ladeluftkühler und vor allem auch noch 4 Felgen, die deutlich leichter sind, Schmiedefelgen. Also das ist natürlich schon ein absolutes Gerät, macht sehr viel Spaß. Und von dem her bin ich mal gespannt, wie das so wird gegen Tobi. Vor allem, ich weiß nicht, ob er so Ferrari geübt ist, um ehrlich zu sein. So, mal wieder ein Ferrari. So, dann machen wir mal einen Soundcheck, oder? Ich fange an. Klingt gut. Also, doch gut. Ja, aber gleich denkt man sich so, was? Wenn der Ferrari angeht, oh mein Gott. Soll ich machen? Start the engine. Ah, ist halt geil. 12 Zylinder, 6,5 Liter, das klingt halt einfach insane. Unfassbar, wie das ganze Auto wackelt, wenn man da Gas gibt. Geil. Ich glaube auch, wenn du jetzt gleich hier losfährst, wird das Ding wackeln. Ne? Mit dem Heckantrieb, pass auf, Junge. Da muss nicht, dass hier nur links hier in den Graben abbiegst. Oder noch besser, rechts. Direkt kündigen. Ja gut, ich glaube, dann sind wir soweit startklar, oder? Fangen wir an mit Viertelmeile. Schon ein bisschen nervös, muss ich sagen. So ein Ferrari ist immer was anderes. Nochmal ein fettes Dankeschön an Sebastian Riedl von RS Mobility, unten verlinkt. Die haben uns heute mal wieder ein Auto gebracht, letztes Mal schon die 2 RS3 und heute den 812 Superfast. Sebastian, bester Mann, vielen lieben Dank. Wie gesagt, Link in der Beschreibung. Mega. Boah, Dicker. Tobias, wo bist du nur? Wo bist du nur? Komm schon, Dicker. Hast du jetzt was verkackt oder war es einfach nur schlecht? War einfach Wheelspin. Okay, das ist krass. Also bei mir war es super. Schön mit kalten Reifen, 3,0, 8,0 auf 100. Man kennt's, ganz entspannt. Viertelmeile 10,87. Was hast du auf der Uhr? 0 auf 100, 3,61 mit kalten Reifen. Das wird wahrscheinlich jetzt gleich besser. 100, 200, 6,0 und Viertelmeile 11,08. Ja, okay, also das wird oben raus. Auf die 800 Meter wird das eine knappe Geschichte, sage ich dir. Da bin ich mal richtig gespannt jetzt. Bring mal ein bisschen Temperatur rein. Mach ich und dann geht's richtig ab. War am Start? Ja, ich dachte, es war noch mal ein Testlauf. Da habe ich gesehen, dass du voll im Fokus bist. Aber okay, scheiße, du warst schnell Launch Control gedrückt und dann los. Aber war viel besserer Start als vorhin. Ich bin ganz froh, dass du nur so weggekommen bist, ey. Also bei mir war es ein bisschen schlechter. Ich hatte 3,18 0 auf 100.
800 Meter Zeit 17,17. Das ist aber schon echt eine gute Zeit. Ja, es ist echt eine gute Zeit. Also ich hatte jetzt 0 auf 100 3,22, 100 205,8, Viertelmeile 10,7 und 800 Meter 16,59. Ja, das ist brachial, Alter. Das ist wirklich brachial. Jetzt, wenn du den Start beim dritten Mal vielleicht nochmal richtig perfekt kriegst, dann wird es noch deutlicher, glaube ich. Ja, absolut. Das kriegen wir jetzt hin. Die Ampel war lange an und Tobi hat wieder schlechten Start, wieder viel schlechten Start. Komm Junge, jetzt zieh richtig durch, zieh richtig durch, zieh richtig durch, zieh richtig durch, zieh richtig durch. Nein. Komm schon. Ja, also ist eine klare Sache, aber es ist auch geil. Ich sag dir ehrlich, es ist so geil, wenn der Ferrari an mir vorbei bläst, macht richtig Spaß. Ja, es ist saugeil, so ein bisschen aufholen und danach vorbeischießen, macht echt Bock. Wie waren deine Zeiten jetzt? Fast identisch alles, 800 Meter Zeit minimal besser, 17,15. Ja, ich war auch ein Ticken besser, 16,57, aber ich krieg die 0 auf 100 Zeit nicht besser hin. Ich habe immer noch zu viel Wheelspin am Anfang, habe jetzt 3,22. Ich glaube, angegeben ist er mit 2,9, aber das haben wir schon öfter, dass man, egal wie angegeben, es wird immer schwierig, 0 auf 100, aber es ist hinten raus einfach nur ein Fest. Ja, die 2,9 macht er, wenn du einen Semi-Slick drauf hast, dann geht es. So, dann würde ich sagen, Rolling Race. Yes. Wie ist ihm das Auto versetzt? Alter, lebensgefährlich hier die Nummer. So, also ich habe meine 100-200 Zeit, habe ich jetzt nochmal ein gutes Stück verbessert. 6,91 habe ich jetzt. Ich weiß nicht warum, aber das ist mir schon aufgefallen, dass es jedes Mal so ist, wenn du die Launch durchziehst, ist deine 100-200 langsamer, wie wenn du Rolling Race manuell das Ganze machst. Kann ich dir nicht erklären, warum das so ist. Ich kann dir nur sagen, dass ich etwas getänzelt habe auf diesen weißen Streifen da vorne. Mal kurz einen Kackstift gehabt, dachte schon, da kommt der flotte Otto durch. Ja, ich dachte schon, da gibt es da mal eine direkte Abmahnung, gelbe Karte an der Stelle, ey. Ja, Tobi, geiles Rennen, Glückwunsch, verdienter Sieg, hat richtig Spaß gemacht. Und Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, seid gerne dabei. Danke fürs Zuschauen, ciao.